Hallo, das hier, was gerade mich aus dem Bild verdrängt, ist ein Stickrahmen. Ich halte den hoch, weil es hier darum gehen soll, wie verschiedene Projekte von mir vorangehen. Und das ist alles, was ich in meiner Freizeit gerade betreibe. Wie ihr vielleicht wisst, gehe ich ja hin und wieder auf LARPs. Und speziell, wenn ich auf das Schwarze Auge LARPs gehe, spiele ich gerne eine Rajani. Und ich habe mehr oder weniger die Regel, neue Con, neues Outfit für diese Figur. Meistens halte ich das tatsächlich auch durch. Gerade bin ich noch irgendwie ein bisschen im Wettrennen mit der Zeit, ob ich für die nächste Con es schaffe, dieses Outfit fertig zu machen. Teil 3 davon wird hier gerade gestickt. Teil 1 und Teil 2 sind hier an unserem Stormtrooper befestigt, weil das eigentlich meine Schneiderpuppe ist. Das soll also ein Gürtel werden, der gestickt mit Rosen und Weinen verziert ist und dann hier ein Raya-Symbol in der Mitte und dann wird dieses schöne Schleierstöffchen zu einem Rock gemacht. Auf den Kopf kommen Rosen, um den Hals kommt auch nochmal was Besticktes und dann kommt da zwei Streifen Stoff dran. Das ist der Plan. Die Con ist in 2 Wochen und ich habe gar nicht so viel Zeit zu sticken, wie ich eigentlich vermutlich bräuchte. Aber schauen wir mal. Kurz dazu, ja, ich mache so häusliche, hausfreuliche Sachen wie selber nähen und sticken und das mache ich schon ewig. Meine Mutter hat mir das von klein auf beigebracht, die tatsächlich ein kleines Gewerbe hat, um antike und Mittelalterkleidung möglichst eins zu eins von Hand nachzunähen. Sowas hinterlässt Spuren. Dementsprechend habe ich auch eine große Freude daran, Kostüme selber zu machen und mit schönen Stoffen zu arbeiten und Dinge zu entwerfen und zu besticken und zu verzieren. Ich verhakel mich da sehr in Details und bin häufig am Ende mit dem Ergebnis unzufrieden, weswegen auch nicht alle von diesen Kostümen, selbst wenn sie fertig werden, dann tatsächlich groß getragen werden. Aber wir drücken hoffentlich alle die Daumen dazu, dass diese Schöpfung irgendwann noch das Licht des Tages erblickt und dann vielleicht auch mal in den Einsatz kommt, hoffentlich in 2 Wochen, wenn nicht dann irgendwann sonst. Aber zu anderen Dingen, das ist eine Sache, an der es gerade langsam vorangeht. Ich bin auch tatsächlich endlich dabei, die über Patreon Goal versprochenen Abenteuer-Nils zu schreiben. Da hatten wir als Stretch Goals zweimal, dass ich Abenteuer aufschreibe von denen, die ich für unsere Let's Play-Runden geschrieben habe. Also relativ kurze Abenteuer, die möglichst ein System mal knackig vorstellen und sich deswegen auch ganz gut eignen, dafür niedergeschrieben zu werden. Je nach System ist das teilweise auch eine Frage, wie wir das dann veröffentlichen können, ob wir das nur an Patrons rausgeben können oder tatsächlich für alle öffentlich machen können. Zum Beispiel für Numenera ausgerechnet, für das ich sehr gerne schreibe, gibt es sehr spezifische und etwas seltsame Regeln, wie und wo man überhaupt davon etwas online stellen darf, wenn man was dafür geschrieben hat. Aber natürlich hat jeder das Recht, mit seinem geistigen Eigentum zu machen, wie er oder sie verfahren möchte. Und Monte Cook möchte eben, dass man das nicht einfach als PDF den Leuten anbietet, wenn man das öffentlich macht. Wie dem auch sei. Da habe ich zumindest angefangen, aber alles hängt noch ein bisschen, weil ich gleichzeitig noch mehrere Deadlines habe, denn ich muss noch eine Pardona-Kurzgeschichte, eine sexy Pardona-Kurzgeschichte fertig schreiben, damit ich nicht den restlichen Betrieb aufhalte für das Wege der Vereinigung Crowdfunding. Immerhin das Solo-Abenteuer schon seit einer ganzen Weile abgegeben und überarbeitet worden und soweit ich das verstanden habe, hat Alex Spohr noch Szenen reingeschrieben, mit denen man Sexspielzeug kaufen kann. Waren von mir nicht vorgesehen, aber offensichtlich ist das eine Bereicherung dafür. Immerhin, netterweise bekomme ich von der Redaktion gesagt, was sie mit dem Abenteuer noch machen und was sie ändern. Das ist auf keinen Fall selbstverständlich in der Szene, möchte ich betonen. Und ich habe auch noch Übersetzungen, die mit ganz was anderem zu tun haben, wo immer relativ knappe Deadlines sind und relativ hohe Wortzahlen und Zeichenzahlen und dergleichen. Das heißt, die Mairie ist ausgelastet und hin und wieder versucht sie noch zu sticken. Aber ich verspreche euch, wenn die große Übersetzung vorbei ist, dann habe ich wieder mehr Zeit und dann kann ich endlich mit den Abenteuern vernünftig weitermachen und auch in anderen Projekten arbeiten. Zum Beispiel, dazu gehört auch, wir sind wieder bei Padona, die Padona-Romane, die Ulysses bestellt hat und wo es jetzt endlich einen Greenlight gab dafür, nachdem ich das erste Kapitel abgegeben hatte, dass das gefällt und dass ich jetzt tatsächlich mit dem restlichen Roman weitermachen kann. Erstens, yay, es gefällt. Das ist immer gut, wenn man irgendwas zurückbekommt und die Leute nicht sagen, das ist scheiße, mach das nochmal. Oder, ja, sie hören von uns, wir melden uns, sie melden sich nicht. Ich darf das so weiterschreiben. Ich stehe auch tatsächlich in sehr freundlichem Kontakt mit Bernhard Hennen für alle Fragen, die ich zu dem Hintergrund noch habe. Zum Beispiel stand auf einmal in dem Raum, sag mal, woraus genau besteht eigentlich der Himmelsturm oder solche Sachen. Dinge, die teilweise nirgendwo wirklich so richtig genau festgelegt sind. Und ja, da freue ich mich auch drauf, das tatsächlich weiter angehen zu können und dass dann mal wieder Schwung reinkommt. Eine Menge Schreiben ist in meiner Zukunft. Gibt Schlimmeres, würde ich behaupten.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, die ich sicherlich mit meinem sprunghaften Wesen etwas strapaziert habe. Macht's gut.